um das intelligente Auto entwickeln. Dazu gehören auch selbstfahrende Chauffeurdienste. Gerade hat ja ein Google-Auto einen Unfall gebaut, aber das wird Audi sicherlich besser hinkriegen. Naja, auch Programme, die den Gesundheitszustand des Fahrers überwachen und im Notfall sogar autonom ins Krankenhaus fahren. Das ist mal schon parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Herrn Diplom-Informatiker, bei dem Thema werden Sie gleich sehen, also die ganze Riege, Diplom-Informatiker Ulrich Kälber. Herzlich willkommen bei uns in Cuxhaven. Ich begrüße den Vorstand und promovierten Informatiker der BTC Business Technology Consulting AG, Dr. Jörg Ritter. Herzlich willkommen bei uns. Und ganz außen den Informatiker, Unternehmensberater und Autor Markus Morgenroth, der in seinem Buch Sie kennen dich, sie haben dich, sie steuern dich einen interessanten Einblick in die Welt des Datensammelns gibt. Das Buch habe ich erst mal meinen Kindern auf den Schreibtisch gelegt, damit die mal sehen, was so in dieser interessanten Welt alles passiert mit den Dingen, die, wie ich sagte, so man an Spuren von sich gibt. Herzlich willkommen, Markus Morgenroth. Sie waren auch in den Schulen. Genau, ja. Wie ist denn da also die Wahrnehmung? Naja, also ich komme da mit meinem Vortrag und der geht halt über Datenschutz. Ja, und dann sind viele erstmal so, ja, kenne ich und ich weiß, dass Facebook meine Daten sammelt und ja, ich passe ja auf, was ich da so poste. Und das versteht, also der erste Eindruck ist erstmal so, die wissen alle so ein bisschen Bescheid, denken sie und fühlen sich recht sicher. Und wenn sie dann hören, was da so alles eben passiert, ich habe dann auch diese Beispiele mit den Bewerberdaten, die ausgewertet werden, da gibt es auch deutsche Firmen, die das machen, dann kann ich gleich mal erklären, wie das denn tatsächlich funktioniert. Dann fallen nämlich reinweise so die Kiefer runter und die Augen werden größer, weil sie denken, mein Gott, ich wusste zwar, dass Facebook da Daten sammelt und so, aber da passiert ja noch viel mehr. Jedes Bild, was ich hochlade, wird ausgewertet und nur wer weiß, was da ist. Wie funktioniert das jetzt? Da bin ich aber gespannt. Mit den Bewerberdaten. Also man denkt ja, ein deutsches Unternehmen, da hat jetzt keine, also fangen wir mal ganz unten an, ein Personaler in Deutschland hat ja noch nicht mal einen Bewerber googeln oder auf Facebook schauen, was der da so alles hat. Das macht er natürlich trotzdem und das macht er natürlich nicht offiziell. Also da gibt es ja auch ganz interessante Studien, mit solchen Personalern mit Namen ausprobieren, tun sie das, schauen sie bei Facebook nach dem Namen der Bewerber und sagen natürlich fast 100% nein, weil es ja illegal ist. Wenn man dann aber die selbe Umfrage anonym macht, dann sagen 90% ja klar, wir machen es. Also da sieht man schon, klar. So, und wenn man jetzt sich als Bewerber bei einem Unternehmen bewirbt, bei einem großen Technologieunternehmen zum Beispiel in Deutschland, dann muss man dort ganz oft einen Vertrag unterschreiben oder eine Einwilligung abnicken, Kreuzchen machen, dass man sagt, man ist damit einverstanden, dass seine Bewerberdaten bei der Muttertochter in den USA, in Großbritannien ausgewertet werden. Natürlich möchte ich den Job haben, also bräuchte ich das mit an. Im Zweifel weiß ich ja gar nicht, was ich da tatsächlich unterschreibe. Und schon willige ich damit ein, dass meine Daten im Ausland, eben zum Beispiel in den USA oder Großbritannien, wo eben der Datenschutz nicht so ist wie hier in Deutschland, verarbeitet werden. Und dann kann man tatsächlich als großes Unternehmen einen Dienstleister beauftragen, der dann einen sogenannten Background-Check macht. Das heißt, der wertet alles, was man so in Datenbanken findet, von Personen aus. Zum Beispiel ein großer Trend gerade, dass viele Spielefirmen Daten verkaufen. Das ist, wenn man stellt sich vor, ein Jugendlicher spielt auf dem Handy über 5 Minuten in der U-Bahn oder geht zur Schule und spielt ein Spiel und muss unter Stress Entscheidungen treffen. Er muss mit Ressourcen umgehen, er muss Geschicklichkeit beweisen. Wenn da jetzt jemand diesem Jugendlichen über die Schulter schaut und guckt, wie man das spielt, dann sind es unheimlich interessante Erkenntnisse, die man über eine Person erlangen kann. Da kann man extrapolieren und kann sagen, diese Person wird auch später im Berufsleben mal unter Stress noch vernünftige Entscheidungen treffen können oder mit Ressourcen gut umgehen können. Und das sind Dinge, die natürlich Jugendliche überhaupt nicht im Kopf haben, wenn sie mal nebenbei auf dem Handy ein bisschen rumdaddeln, ein bisschen rumspielen. Und wenn ich dann eben einen Job haben möchte, dann willige ich eben mal ganz schnell in so eine Datenschutzerklärung ein, ohne zu wissen, was dann tatsächlich im Hintergrund alles passiert. Also, jetzt